Fragst du dich auch, welche Getränke du während des Intervallfastens nun trinken darfst, ohne dass die Fastenperiode unterbrochen wird? In diesem Video zeigen wir dir, was erlaubt ist und was nicht. Falls dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch gerne unseren Kanal. Falls du nicht weißt, wie du das Intervallfasten durchführen sollst, dann schau dir einfach dieses Video von uns an. Klicke hier oben links auf die Infokarte und du kommst direkt zum Video. Also, du bist jetzt am Intervallfasten und bist dir unsicher, welche Getränke du zu dir nehmen darfst. Starten wir mit Tee. Tee ist erlaubt. Tee und Kaffee enthalten Thein bzw. Koffein, welches in kleinen Mengen gar kein Problem darstellt. Trinkst du jetzt aber Unmengen an Tee, könnte das Thein oder auch das Koffein im Kaffee anfangen, dein Insulin im Körper zu stimulieren. Kleine bzw. normale Mengen scheinen aber darauf keinen Effekt zu haben. Tee ist also als Getränk erlaubt. Kommen wir zu Kaffee. Wie sieht es damit aus? Auch hier sind ein oder zwei Tassen am Morgen erlaubt. Das Problem bei Kaffee ist, dass wenn du zu viele Tassen im ganzen Fastenintervall verteilt trinkst, zum Beispiel deine 6 bis 8 Tassen im Büro, dies deine Nebennieren stimulieren kann. Das heißt, es kann zu einer Aktivierung von Cortisol kommen, und Cortisol aktiviert das Insulin in deinem Körper. Das möchten wir nicht. Außerdem solltest du deinen Kaffee schwarz trinken und nicht mit Milch, Zucker oder Süßstoff. Wie sieht es mit Wasser aus? Wasser ist natürlich kein Problem, solange es ungesüßt ist und auch keine Zitrone oder andere Lebensmittel enthält. Wie sieht es mit Leitgetränken aus? Leitgetränke sind nicht erlaubt während des Intervallfastens. Diese enthalten Aspartam, das den Insulinspiegel erhöht und somit zu einer Unterbrechung des Fastenintervalls führt. Also Süßstoff ist leider nicht geeignet. Apfelessig? Apfelessig ist tatsächlich erlaubt. Es hilft dabei, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und ist super, wenn du unter einer Fettleber leidest. Außerdem fördert es die Verdauung und hilft dabei, die Sensitivität für Glucose zu steigern. Das heißt, es wird weniger Insulinausschüttung benötigt. Kommen wir zu Alkohol. Alkohol ist nicht erlaubt, weil es die Leberfunktion hemmt und damit die Ketose unterbricht. Dies gilt auch für die kalorienarmen Varianten. Wie sieht es mit Kokosnusswasser aus? Hier müssen wir wieder leider Nein sagen, da es relativ viel Zucker enthält. Zwar enthält es auch viele Elektrolyte, aber für das Intervallfasten und die Ketose ist es nicht geeignet im Fastenintervall. Was ist mit Fruchtsäften? Diese sind tabu, denn sie enthalten auch viele Kalorien durch den Fruchtzucker oder manchmal auch durch Zuckerzusatz. Last but not least sprechen wir über Mandelmilch und Kuhmilch. Dies ist umstritten bei Mandelmilch, denn obwohl es hier ungesüßte Varianten gibt, würden wir empfehlen, es während der Fastenphase einfach zu vermeiden. Kuhmilch hingegen enthält in der Regel ein wenig Zucker und aktiviert dadurch das Insulin im Körper. Also ist Kuhmilch beim Fasten nicht erlaubt. So, jetzt hast du einen guten Überblick über die Getränke, die während des Intervallfastens erlaubt sind. Wenn dir das Video gefallen hat, denk daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben und abonniere gerne unseren Kanal. Außerdem haben wir hier oben links in der Infokarte nochmal ein Video verlinkt, wo es um die Vorteile des Intervallfastens geht. Danke für deine Unterstützung und wir sehen uns dann im nächsten Video.